Eine neue Ausgabe von Platzhirsch TV und heute erfährst du alles über die 5 großen Fehler, die man machen kann, wenn man ein Fahrsicherheitstraining organisiert. Und die entsprechenden richtigen Lösungen dazu gibt's auch noch gleich parat. Viel Spaß bei dem Clip. So, ich befinde mich hier auf einem Fahrsicherheitstraining und ich habe schon viele Fahrsicherheitstrainings in den letzten Jahren organisiert und ich würde euch gerne mal die 5 großen Fehler sagen, die man machen kann, wenn man ein Fahrsicherheitstraining organisieren soll das erste Mal. Also, ganz kurz, wo befinde ich mich? Ich habe mir gleich mein wunderschönes Auto ausgesucht, muss ich auf meinen Plan kurz gucken. Mercedes AMG GT und ich sehe, das Teil kostet hier locker mal knapp 120.000 Euro. Nehme ich mir gleich mal. Aber bevor ich damit eine kleine Runde drehe, will ich euch mal ganz kurz sagen, was sind die 5 großen Fehler und wie könnt ihr sie am besten vermeiden, wenn ihr einmal ein Fahrsicherheitstraining organisieren sollt. Also, Fehler Nummer 1, der zu geringe Auswahl an Fahrzeugen. Ich habe hier mal einen kleinen Eindruck von dem, was ich an Fahrzeugen heute organisiert habe. Also wichtig ist, eine große Auswahl an verschiedenen Fahrzeugen und entscheidend ist, die richtige Auswahl der Fahrzeuge. Also wenn ihr ein Fahrsicherheitstraining für die Azubis organisiert, dann seid ihr mit 1er BMW oder VW Golf wunderbar auf der richtigen Seite. Wenn ihr allerdings die falsche Auswahl trefft und sagt, Mensch, ich habe hier die Führungsebene vom Außendienst und die fahren in der Regel schon 5er BMW oder E-Klasse, seht ihr ganz klar, seid ihr mit VW Golf oder 1er BMW oder A-Klasse oder was auch immer an der falschen Adresse. Also ganz wichtig, ihr braucht die richtige Auswahl für eure Zielgruppe. Entscheidend die richtigen Auswahl. Entscheidend ist auch, dass ihr eine große Auswahl habt. Das wollte ich noch sagen. Entscheidend ist also nicht nur alles von einer Sorte, sondern wie hier bei uns, schaut, dass ihr möglichst verschiedene Modelle habt, dass die Leute dann möglichst viele verschiedene Modelle fahren können. So, Punkt 2. Ihr wählt zu wenig Autos. Das heißt, ihr habt immer 4 Teilnehmer oder 5 pro Fahrzeug und die Leute stehen mehr rum oder sitzen hinten im Auto oder daneben, anstatt sie selber fahren. Im besten Fall habt ihr pro Pkw 1 Teilnehmer oder andersrum, jeder Teilnehmer kann immer zu jeder Zeit 1 Auto fahren. Also 1 Teilnehmer, 1 Pkw. Also entsprechend der Teilnehmeranzahl. Habt ihr 40 Leute, braucht ihr 40 Autos. Fehler Nummer 2, Lösung Nummer 2. Dritter Fehler, der sehr oft gemacht wird, man macht nur 1 oder 2 Stationen. Also man kann ein bisschen driften oder man kann mal eine Bremsung üben. Ihr müsst mindestens 3 bis 4, besser 5 verschiedene Module dabei haben, um den Teilnehmer über so einen Nachmittag oder so einen Vormittag oder über den ganzen Tag hinweg einen möglichst großen, ein breites Spektrum übergeben, was man alles machen kann. Also Minimum 3 Stationen, besser 5. Fehler 3, also zu wenig Stationen. 3, besser 5 Stationen machen, dass die Leute möglichst viel erleben können. Fehler 4, man macht sich vorher keine Gedanken bei Auswahl der Partner, wenn es um Themen der Sicherheit geht. Also geht zu einem ordentlichen Fahrsicherheitszentrum. Ich kann nur empfehlen, zum Beispiel ein ADAC, die machen das ganz toll. Wie hier zum Beispiel in Weimar oder Nora bei Weimar. Begebt euch in professionelle Hände beim Thema Sicherheit. Ganz wichtig. Thema 4, Auswahl des richtigen Leistungsträgers. Und jetzt komme ich zum Thema 5, ganz wichtig, Spaß haben. Die Leute müssen Spaß haben. Über den Spaß lernst du am besten, was du im Straßenverkehr umsetzen musst. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Viel Spaß! Firmenauto, ja? Das ist jetzt schon mal hier. Was kostet der hier? 115. Jetzt hier. Jetzt bin ich gefasst.
bremsen soll, hätte ich nicht durch. Was passiert? Oh. So, genau, was passiert? Zwei Passagiere ohne Pilot. Ja, ja. Ausgeht. Danke, ja, so viel zum Thema hier Fahrsicherheitstraining. So, alle die sagen, ah, super Programm, das klingt ja echt spannend, das möchte ich auch gerne mal erleben. Ganz einfach, schreibt mir eine E-Mail, ruft mich an und dann berate ich euch sehr gern, dass ihr genau wisst, was müsst ihr machen, was ist wichtig oder was sollte man besser lassen und dann könnt ihr genauso viel Spaß haben wie die Kollegen oder Kunden gerade hinter mir. Oder ihr macht es natürlich dann auf jeden Fall besser als die mit dem Wagen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Sascha Heide.